So, da sind wir schon wieder. Jawohl, ich drücke X und weiter geht's. Oh, aber das ist ein Scheißtraum. Oh, ist aber kein Traum. Verdammt. La 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 la. Hey. Erstmal wir klauen. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihre Leier, was leider, leidern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakt im Tagebuch normalerweise bis zu drei Knochenartefakte gleichzeitig haben, aktivieren haben. Keine Lust. Nein, doch, komm. So, natürlich werde ich es dir sagen, mein Schatz. Ich habe vor dir noch keine Geheimnisse. Aber trübe Tage meines Lebens sind wie die Fenster eines Hauses. Von der Küche kann ich in den Garten blicken, wo Blätter und Strünken Bäume, was Strünke braun und von Ungeziefer zerfressen sind. Ein kleiner Erdhaufen markiert den Ort, an dem jemand in eine Decke gewickelt und zur Ruhe gebettet wurde, bei den wilden, wuchernden Weinranken. So, der Vorderraum geht zur Straße hinaus, wo die Nachbarn ihre Häuser anzünden, um sich in ihren Inneren zu verbarrikadieren. Warum und was? Warm und gemütlich, ein Herzblatt. Vergiss auch das Schlafzimmer nicht. Von da aus blickt man in einen edlen Hintergasse, wo Strolche einen alten Mann übelst mitspielen. Die ersten beiden schlagen ihn mit ihren Stöckern. Das Mädchen, das bei ihnen ist, tritt ihn danach in die Rippen. Hätte ich nur ihre Knochen, könnte ich sie nun in einen Topf kochen. Niemand lebt in meinem Haus, mein Schatz, niemand, den du treffen würde, wollen würdest. Als ich dort mit meinem Mann lebte, waren wir wirklich gestandene Leute. Vera Moira? Moira? Sagten die Leute, euer Haus ist so groß wie das der Boilers. Nein, noch besser. Euer Abendessen sind üppig und eure Feiern sind die besten. Als der junge Sokolov kam und mein Porträt zum Malen, stand ich noch in voller Blüte. Hellleuchtend, sagte er, gerade erst zum Mann gewachsen. So jung, was Bildnisse der besten Person im ganzen Land. Malend. Ich war die einzige, mein Schatz, deren Haut feucht von Farbe war, auf der Leinwand glänzend, für eine schöne Summe. Aber das Leben bestand aus mehr als nur Gemälde und Feiern. Mein Mann und ich waren nicht immer daheim, nein, wir reisten zusammen, er und ich bis ans Ende der Inseln, sagte sogar darüber hinaus, zu den roten Klippen von Pardüsien. Um uns in den Fels zu graben und durch die Höhlen zu kriechen, Kerzen in den Händen an die Wände gepresst. Ja, Kerzen in die Hände an die Wände gepresst. Aua, mich juckt. Aua, mich juckt. Wir entdeckten viele kostbare Dinge, aber nichts war so kostbar wie der Junge mit den schwarzen Augen, mein Herzblatt. All diese Symbole und Knochen, so tief eingeritzt und so hell poliert. Der Junge mit den schwarzen Augen, war das nicht gerade der Typ, den wir gerade getroffen haben? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Unten im Schrank liegt noch eins, okay. Ich brachte die alten Knochen mit nach Hause, versteckte sie vor meinem geliebten Mann. Dann lernte ich sie zu kochen und selbst zu schnitzen. Daraus lassen sich so schöne Geschenke machen, mein Schatz. Der kleine, stumme Junge nahm sie mit nach Haus. Er liebte sie so sehr. Immer wieder kam er mit neuen Knochen zu mir, hielt sie so hoch, dass sie sich in meinen Augen spiegelten, auch wenn er nichts sagen konnte. Lumpengräfin sagte seine Augen. Was? Lumpengräfin? Seine Augen sagten, schnitze diesen Knochen für mich. Mach mir noch ein Geschenk. Und er machte sich so weit bis zum Dunwall Tower, diente als kaiserlicher Scharfrichter. Mein kleiner, stummer Junge und sein glänzendes,
glänzendes Schwert. Bessere Knochen waren alles, was ich brauchte, weißt du? Bessere Knochen, um sie zu schnitzen, zu schleifen, zu polieren und dann zum Leuchten zu bringen. Mein lieber alter Mann war immer müde. Ich machte ihm Suppe, doch dann wurde er krank. Bessere Knochen natürlich. Für meinen kleinen stummen Jungen schnitzte den Namen des einen mit den schwarzen Augen hinein. Und als mein Mann fort war, als Geburtstagsgeschenk verteilt, wollte ich dort nicht länger leben. Jetzt bin ich alt und habe nicht mehr viele, denen ich Geschenke geben kann. Der Lumpengräfin bleibt durch den Unrat zu wühlen und die kleinen Vögelchen zu füttern, die sich zu meinen Füßen sammeln. Niemand will mehr einen Tee trinken, mein Schatz. Besonders nicht diese Lümmel von der Bottle Street, Slackjaff und seine Jungs, immer dabei, sich die Dinge einer alten Frau einzumischen. Am Ende werden wir bei ihm sein. Du und ich in der düsteren Nacht, Sterne über uns, über und unter uns, und der mit den schwarzen Augen immer bei uns, mein Schatz. So, ach da. Knochen an, aber wie gesagt, der war blind und stumm. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, das der eine sein könnte. Oh nein. Alter, ich bin ja nur am Lesen. Ich bin ja kaum am Spielen. Das wird ein Lese-Let's Play. Ich sehe es schon kommen. Du willst den ganzen Klatsch und Tratsch über Slack Jeff hören? Wie er war. Alter, das lese ich nie. Alter, ich will das nicht. Soll ich das vorlesen oder soll ich das nicht vorlesen? Das ist ja... Dann sind wir bis 22 Uhr ja noch nicht fertig. Alter. Mal jetzt mal so eure Meinung. Soll ich das echt vorlesen? Alter, das ist ja so viel. Alter Schwede, das... Weil ich möchte euch gerne das Spiel zeigen und nicht lesen. Es ist ja kein Let's Read. Ja? Sag mir da nicht böse drum, ja, ich bin da so... Schreib mal bitte was. Danke. Ich bin erlöst. Alter, da bin ich ja nur am Lesen. Das ist ja unfassbar. Da komme ich ja gar nicht raus. Dankeschön. Ey, hier liegt noch ein Buch. Hier. Alter. Deswegen frage ich lieber vorher, bevor ich selbst eine Entscheidung treffe. Alter, hier ist auch so, ich würde aus dem Raum bis 22 Uhr nicht rauskommen. Vor lauter Lesen, ohne Scheiß. Das ist der Hammer. So, für dich auf YouTube, ja, du kannst jetzt nicht mitentscheiden, tut mir leid, aber wie gesagt, es ist überflüssig. Man kriegt doch so genug mit von der Story. So, wo müssen wir denn... Ach, dort müssen wir hin. Admiral Havoc. Havoc heißt der doch, oder? Oder... Havelock. Da müssen wir jetzt hin. So. Das ist quasi hier so unsere Hubwelt, also wo wir immer... ...ein Bett bereit machen, wenn sie wollen, aber er wird's nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh, der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Huch. Ich hatte einmal einen Seemann zum Freund. Er dachte, er könnte in den pandesianischen Klippen Gold finden. Mhm. Nur sein Schiff trieb verlassen im Meer. Mhm. Ich habe eine Weile an den Sitzungen der Aufseher teilgenommen. Aber die wurden immer, wie soll ich sagen, fanatischer, was die sieben Gebote, die Hexerei und all diesen Blödsinn angeht. Mhm. Guten Tag, Meister Corvo. Guten Tag. So, nee, hier will ich... Ciao! Wo muss ich denn... Nein, hier will ich... Oh, warte mal. Corvo ist in guter Verfassung angekommen. Viel besser als erwartet. Schließlich war er im Gefängnis von Cordridge. Ja. Er scheint für uns arbeiten zu wollen und ist hoch motiviert. Er hat alles verloren. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Ich werde schauen, ob ich ihn persönlich testen kann. Persönlich testen? Wie will er mich denn testen? Wo komme ich denn? Hallo?
Ah, hier. Oder? Hey, eine eigene Bierbrennerei. Hier fühle ich mich wohl. Wow. So. Gut, dann legen wir los. Okay. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Natürlich. Wir sehen auf Sie. Selbstverständlich. Okay. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Okay. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Ja, alles klar, machen wir. Kriegen wir hin. So. Was? Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Callista. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Muss ich mir noch überlegen. Optional, verschwunden Hauptmann Kernow. Okay. Haben Sie daran gedacht, Piero einen Besuch abzustatten, bevor wir uns auf den Weg machen? Ja. Ich empfehle, nur mit der besten Ausrüstung aufzubrechen. Aber natürlich. Bereit? Ja. Sagen Sie Bescheid. Aber natürlich. Na dann los. Maske auf und los geht's. So. Destillierbezirk. Da kommen wir jetzt hin und da geht's jetzt auch quasi richtig los mit dem Spiel. Das ist quasi unsere erste Aufgabe ja auch. Wir sind jetzt Attentäter. Und müssen jetzt jemanden erledigen. Da müssen wir mal gucken, ob wir den umbringen müssen oder ob es reicht, den einfach bewusstlos zu schlagen. Weil bis jetzt haben wir ja noch keinen getötet. Läuft also prima. Prima Donna Girl. Yeah. Noch 20 Minuten. Yeah. Dann kommt Until Dawn. Yeah. So. Los geht's. Ein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben dann noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Müssen wir gucken. So. Er macht sie erstmal einen Rattenspieß, Rattenspieß. Wenn Sie den Clavering Boulevard nehmen, gehen Sie der Wache aus dem Weg. Okay. Ich packe hier nochmal meine Waffen aus. Ah, okay, alles klar.
Irgendwie konnte man die Waffen noch wegstecken. Ich weiß aber nicht mehr wie. Wie war denn das nochmal? Ah, alles klar. Jetzt ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Gut, immer her damit. Hey. Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sich selbst überprüft. Mach weiter. So, was müssen wir mal gucken? Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So, Betäubungsbolzen. Da lief doch gerade... Ach so, okay, das ist eine Zivilistin, aber die können wir beklauen. Zivilistin können wir beklauen. Essen, Essen, Essen. Ah, hier Draht. Nehmen wir mit. Das bringt ja Geld. Achtung, Bürger von Dunwall. Nach direktem Kontakt mit einem Infizierten oder Weiner müssen Sie 2 Tage lang in Quarantäne bleiben. Wenn Sie Zeichen einer Infektion bemerken, melden Sie sich zur Verlegung in den überschwemmten Bezirk. Entschuldigung, ich kann Ihnen nicht helfen. Jemand brauchte mein Essen und ich gab's weg. Muss mich erst ducken, um ihn das zu klauen. Ey, man schmeißt nicht einfach irgendwas vom Balkon. Hallo? Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ich glaube. Sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Ich glaub's ja wohl. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Hallo? Ey! Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Ich gehe jetzt mal nach oben. Wo, jetzt haut's da ab, weißt du? Jetzt, wo ich meckern will. Hä? Wo ist die hin? Okay. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die hat doch voll... Die waren immer schon links. Die hat voll... Hier hörst du zu. Die hat voll einen an der Pfanne, die Alte. Okay. Ach, das ist die Lumpengräfin? Ah, ja. Okay. Ich höre das Herzpumpen. Betäubungsfeil haben wir genug. Wie war denn nochmal das Herz? Da. 49, 2. 18 mehr? Okay. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Bevor wir sie jetzt anquatschen, gehen wir erstmal hier gucken. Ja, Mann! Wir haben eine Rune gefunden. 1 von 7. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand. Während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Du weißt es doch anscheinend schon. Wenn du schon weißt, wo ich hin will... Oder? Das ist also die Lumpengräfin. Oh nein. Hallo. Liebster? Ach, die ist auch noch blind. Bist du es, mein geliebter Ehemann?
Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Oh. Hier, Vögelchen. Hier. Hier, Vögelchen. Meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Ich auch nicht. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ja, ich kümmere mich um sie. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Ja, hast du vorhin schon gesagt. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. So. Mach auf, Großmutter. Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind. Nicht taub. Wir wollen die Wäsche abholen. Die Wäsche abholen. Aber auch nicht dumm. Mach's doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kannst du schon... Okay. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Dann gehen wir mal oben auf den Balkon. Können wir... Gibt es irgendwas zum Werfen hier oder so? Ah, hier. Nichts Persönliches. Bottle Street Regeln. Okay. Werden wir die mal ablenken? Aufmachen! Was war das? Na toll, der eine guckt dahin, aber geht nicht dahin. Ich gehe nochmal gucken, ob nochmal unten was liegt zum Werfen. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Weil ich glaube, wir müssen die... Also, ich denke mal, dass wir die irgendwie verscheuchen müssen. Weil ich will die nicht töten, weil das kommt ja dann auf unser Konto. Weil bis jetzt sind wir noch mordfrei. Nenne ich das mal. Okay, die stehen immer noch da. Werfe ich mal in die Richtung. Hab was gehört. Jetzt haben die mich aber schon, oder? Ah, nee, noch nicht. So schlüpfrig wie Hexenfischgedärm. So schlüpfrig. Hm. Wohin bist du verschwunden? Nicht schnell genug. Na los, verteilt euch! Okay. Der eine geht da, der eine... Scheiße, verdammt, der eine kommt hier hoch. Verdammt, wo bist du? Verdammt. Keine Sorge, ich krieg dich schon. Hab ihn verloren. Scheiße, ich muss die nochmal ablenken. Ich hoffe, unten liegt nochmal was. Weil die liefen nämlich... Weil die liefen nämlich jetzt alle ziemlich gleich und gucken sich alle noch an. Verdammt. Habe ich noch was zu werfen hier? Scheiße, hier liegt nichts, ne? Verdammt, Kacke. Wohin bist du? Die waren immer schon links. Hier bist du zu. Okay. Wo bist du? Mach die Tür zu. Okay, die kommen also nicht mehr zur Tür. Ich sagte doch, dass die Messer nach... Ja, jetzt halt doch mal deine Guschen mit deinen Messern. Verdammt. Ich weiß, dass du hier bist. Oh. Bleib in Deckung. Bleib in Deckung. Hallo. Oh, ciao. Aua. Das wird jetzt Aua. Scheiße, die kommen durch die Tür, ne? Verdammt, Kacke. Nein! Nein! Die haben die Lumpengräfin erledigt. Verdammte Kacke. Ich will die aber nicht töten, Mann. Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Mal sehen, wie du von innen aussiehst. Ich zeige dir gleich, wie ich von innen aussehe, wenn ich dir ins Gesicht kacke. Uah. Ciao!
Warte mal eben. Das ist aber nicht gut gelaufen jetzt gerade. Verdammt, da haben wir die Mission schon verkackt da, ey. Verdammt. Okay. Bist du mir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungsgebühr. Zum Großen nichts mit der Bottle Street und zum Großen nichts mit euch. So willst du wirklich nicht mit uns reden. Die Bottle Street verlangt nun mal ihren Teil. Also greifen in die Taschen, drückt das Geld raus. Genau, die Untersuchungsgebühr kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Nein, verdammt. Hey! Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Mann, ich sehe nichts. Aber da war doch noch jemand, ne? Was ist das denn für, was ist denn für ein geiles Klo? Eine Toilette, einfach mal in der Gasse. Oh, erstmal, warte mal. Ah, ah, ah. Ah. Da war doch, wollte ich gerade sagen, da war jemand. Das klappte schon mal besser wie gerade. So, schlaf gut. Hey! Hallo? Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Okay. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griff's Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gern etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so hohl, ne, eigentlich. Und jetzt werden mir viele wahrscheinlich recht geben. Ja, natürlich bin ich hohl. Ich habe doch die Betäubungspfeile. Warum habe ich die bei der Lumpengriffe nicht benutzt für die Typen? Verdammt, ey. Ich nutze die nämlich so gerne, diese Betäubungspfeile. Verdammt, ey. Damit ist vieles einfacher. Ich glaube das nicht, ey. Bin echt am Überlegen, ob ich nochmal lade, den Spielstand. Hey, ein Knochenartefakt gefunden. Sehr schön. Oh, der hat sich aber mal gut zum Chillen hingelegt, ne? Hm. Yeah, yeah. So, warte mal. 109, 27, 84. Okay. So, dann gehen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen hier rauf. Okay, da unten läuft einer. Ich glaube, da oben können wir raufgehen. Wo müssen wir denn hin? Lichtwand. Kommen wir da oben rauf? Ja, dürfte funktionieren. Wenn ich jetzt den richtigen Punkt erwische. Hallo? Nein? Hallo? Ey, das ist aber ein Pixel genau, ne? Jetzt gerade. Das. Hallo? Ah, die beschissene, verdammte. Uah. Mann, ich hab nur diese. Mein Gott,
Geh da endlich darauf. Hallo? Verdammt. Okay, da ist die Lichtwand. Die haben wir schon mal überquert. Ich würde gerne da in das Gebäude mal rein. Obwohl wir erst da in die Richtung müssen. Da ich weiß, dass man hier in einige Gebäude rein kann. Das weiß ich wohl noch. So, da hinten haben die vorhin von der Brücke geschmissen, die Leichen. Das machen die wahrscheinlich immer noch. Und bisher immer noch keinen getötet, ne? Muss man ja sagen. Hut ab. So. Dr. Galvins Büro. Ja, sehr schön. Cool. Na, keine Reaktion von euch? Ich wundere mich ein bisschen gerade. Seid wahrscheinlich schon alle eingeschlafen. Boah, ist das langweilig. So, Dr. Galvins Büro. Und ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, auch für YouTube, für dich jetzt hier, die Folge zu beenden. Machen wir das mal. Bis in der nächsten Folge.